Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Elder Scrolls Online. Wir befinden uns immer noch in Kaltafen, meinem alles andere als Lieblingsort. Und wir befinden uns gerade in der leeren Stadt, hier in dem Hauptgebäude. Ich weiß nicht, ob wir mit der Stadtwahrerin noch mal eben sprechen können. Wenn ihr letzte Vorbereitungen treffen oder noch andere retten wollt, empfehle ich euch, dass ihr euch darum kümmert, bevor ihr die Kathedrale betretet. Genau, aber wir haben ja soweit alles gemacht. Ich zeige euch das nochmal kurz zur Erinnerung. Wir haben hier unten das abscheuliche Laboratorium gemacht, wo wir von der Magiergilde etwas geholt, also einen geholt haben. Dann haben wir hier den Gerichtshof der Missachtung gespielt, wo wir, achso, da oben steht es ja auch, wo wir jemanden von der Magiergilde wieder geholt haben. Dann haben wir hier bei der Bibliothek der Dämmerung ein Licht erhalten und die Leute von der Magiergilde noch dazu geholt. Im Turm der Lügen haben wir die Kriegergilde befreit und ein weiteres Licht erhalten. Ja, und in der letzten Folge haben wir den verschmähten Gipfel gemacht. Haben wir nochmal hinten dran gehangen, musste man jetzt nicht in Bezug auf Kriegergilde und so weiter, aber da haben wir dann auf Frage von Laurent haben wir dann Stibbons noch gerettet und der befindet sich jetzt auch irgendwo in dieser Stadt. Und davor haben wir natürlich hier diese drei einzigen Orte, die man machen muss, gemacht. Die Schwarze Schmiede, den Mondlosen Gang und das lichtlose Kerkerloch. Jetzt geht's weiter mit der Hauptquest. Natürlich nehmen wir uns jetzt erstmal die Sachen hier unterwegs alle noch mit. Da hinten ist noch was. So. Und da sind sie alle versammelt, alle, die wir im Endeffekt befreit haben, beziehungsweise deren Anführer, Stellvertreter, wie auch immer. Willkommen, Freundin. Wir müssen die Vorbereitungen für den kommenden Angriff diskutieren, aber ich wollte warten, bis ihr hier seid. Habt ihr irgendwelche Fragen, bevor wir beginnen? Müssen wir Molag Bal wirklich angreifen? Wir müssen die Ebenenverschmelzung beenden, bevor Nirn zerstört wird. Um das zu tun, müssen wir uns um den Ebenenstrudel kümmern. Zum Erreichen des Strudels müssen wir den Abgrund überqueren und sämtliche Verteidigungen durchbrechen, die uns der dunkle Fürst entgegenstellt. Ich fürchte, eine Schlacht ist unausweichlich. In Ordnung. Beginnen wir mit dem Kriegsrat. Gut gesagt, meine Freundin. Wartet mit euren Fragen bitte, bis alle, die gerne etwas sagen wollen, die Gelegenheit dazu hatten. Danach können wir so viel über Details diskutieren, wie ihr wollt. Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Ich habe euch alle hierher zusammengerufen, weil sich der Augenblick des Schicksals mit schnellen Schritten nähert. Die große Fessel ist zerstört. Zuvor wurde allerdings noch ein Ebenenstrudel erzeugt. Wir müssen diesen Strudel zerstören, bevor er die Essenzen von Nirn nach Kalthafen saugt. Die Kriegergilde soll gegen die Verteidiger des Abgrunds kämpfen. Aber Klingen richten wenig aus gegen Magie. Und hier kommen meine Magier ins Spiel. Unsere Späher berichten, dass eine Art magische Sperre den Zugang zum Weg über den Abgrund blockiert. Magier arbeiten dort bereits daran, diese Sperre aufzuheben. Und wir sind bereit, mitzuhelfen, wenn es zum großen Kampf kommt. Ein vernünftiger Plan. Er berücksichtigt unsere besonderen Stärken. Aber dieser fragt sich, was geschieht, wenn die Magier Molag Bals Magie nicht durchdringen können. Eine lächerliche Frage. Natürlich können meine Magier diese Magie durchdringen. Ach, die Magie, die Lösung aller Probleme im Leben. Ich liebe die Magie, sie ist so magisch. Ich habe absolute Zuversicht in Vanus und seine Magier. Ich danke euch, eure Hoheit. Aber um ehrlich zu sein, ich bin weniger zuversichtlich als Vanus. Wir werden mit all unserer Kraft kämpfen. Uns bleibt nichts anderes übrig. Einige werden ihr Leben verlieren. Aber hoffentlich wird eine Welt gerettet. Bedenkt, dass der Abgrund nur die erste Stufe dieser Schlacht ist. Der Ebenenstrudel bleibt mitten in Molag Bals Gemächern. Das wird ja immer besser. Darien, passt auf, was ihr sagt. Darien, versucht doch nur,
eine ernste Situation aufzulockern. Wir müssen es aber versuchen. Wenn wir nichts tun, ist Tamriel die Zerstörung sicher. Nun, so gesehen sind da ja auch viele hübsche Damen, die gerettet werden wollen. Ja, gut, wie dem auch sei. Wir werden unseren Schlag gegen den Abgrund sofort beginnen. Der König muss mit dem Champion sprechen und ich muss mit den Magiern über einige letzte Einzelheiten diskutieren. Ihr anderen habt sicher auch eure Vorbereitungen zu treffen. Ja. Dann ist es beschlossen. Wir werden den Abgrund überqueren und uns zum ebenen Strudel im Herzen von Molagbals Reich aufmachen. Da ihr jetzt den Plan kennt, würde ich euch gerne um etwas Besonderes bitten. Ich lausche. Diese Mission braucht einen Anführer. Ich möchte, dass ihr den Ansturm über den Abgrund anführt. Wir haben schon so viel von euch verlangt und ihr habt schier Unmögliches vollbracht. Doch ihr gehört zu den wenigen, denen ich diese Aufgabe anvertrauen würde. Wir haben eine Halskette Hoffnung der Aleiden bekommen, von Meridias gesegnete Rüstung. Ich wusste, dass wir uns auf euch verlassen können. Ihr habt mich niemals enttäuscht. Aber es ist noch so viel zu tun, wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen. Wenn ihr den Angriff führt, haben wir eine gute Chance, die Ebenenverschmelzung zu beenden und unsere Welt zu retten. Erklärt mir noch einmal die Lage, Eure Hoheit. Mit den vereinten Streitmächten der Kriegergilde und der Magiergilde müssen wir den Kampf zum Molagbal tragen und das Portal zum Ebenenstrudel erreichen. Es fängt alles beim Abgrund an. Späher sind bereits vor Ort, um noch vor eurem Eintreffen Informationen zu sammeln. Erzählt mir mehr über den Abgrund. Es ist ein schmaler, gut verteidigter Felsstreifen, der vor Daedra schier überquillt und von einem Torhaus beherrscht wird, das den Weg in Molagbals persönliche Domäne blockiert. Catwell kennt die Gegend. Er ist ein sonderbarer Kerl, aber ich vertraue ihm. Er wartet auf euch am Abgrund. Ich werde Catwell finden und dann überqueren wir gemeinsam den Abgrund. So. Ich stehe gerade noch auf. Gehen, das wollte ich eigentlich nicht. Ich nehme noch eben die letzten Sachen, wo ich rankomme. Auch die, die sich hinter Pflanzen verstecken mit. Oh, unten ist noch was. Das kann ich euch nur als Tipp geben. Das ist nicht so viel. Aber so ein paar Sachen bekommt ihr hier doch. Hin und wieder auch mal gerne Entwürfe. Deswegen das nur als Tipp. So, der Abgrund ist da oben. Jetzt ist die große Frage. Ja, da kann ich runterreiten. Also der Abgrund ist nicht da oben, aber da treffen wir uns. Nun, das regt mich auf. Wir haben eine gute Armee, aber was nützt es, auf dieser Seite des Abgrunds zu sitzen und Däumchen zu drehen? Das ist eher peinlich, wenn ihr die Wahrheit wissen wollt. Wie ist die Lage? Die Lage? Wir stecken ganz und gar fest. Noch ehe wir den Abgrund überqueren konnten, um Molag runterzustellen, wurden wir ärgerlicherweise von einigen Fokussteinen aufgehalten. Die kleine rothaarige Magierin meint, wir müssten die Steine zerschlagen. Aber viel Glück dabei. Steine zerschlagen? Klingt einfach. Was ist das Problem? Nur die ganzen Heerscharen an Remora, die auf ihnen sitzen. Ich könnte mich allein darum kümmern, aber ich wollte die Truppen nicht demoralisieren, indem ich meine unvergleichlichen Kampffertigkeiten über Gebühr zur Schau stelle. Aber ihr hingegen, von euch sind sie so etwas ja schon gewohnt. Ne? Dann mache ich das mal, Catwell. Alles gut. So, theoretischerweise, ich wollte gerade sagen, wenn er denn überhaupt mein Pferd annimmt, könnten wir reiten, das einmal freigeschaltet. Jetzt gucke ich gerade auf der Karte. Moment, hier. Reitet nicht so schnell, das kann ich euch nur als Tipp geben, weil ich bin hier schon des Öfteren runtergefallen, so wie jetzt gerade. Fast. So, Fokusstein zerstören. Wieso machst du das nicht? Hallo? Da hat sie mich doch glatt reingelegt. Hat so getan, als ob sie ihn zerstören wollte und hat dann mittendrin einfach aufgehört. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Naja.
Dedras sammeln vielleicht, aber... Oder Fokussteine, kaputte Fokussteine. So, wir müssen hier rüber und uns kommen die Leute hier alle schon entgegen. Das sind aber scheinbar die falschen Leute. Ich dachte, das sind die, die hinter uns waren. Schade. So, es gibt auch eine Möglichkeit, sich von hinten ranzuschleichen. Aber... Das liegt jetzt nicht im Fokus, dass ich das jetzt zeige. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, weil ich es einfach wissen wollte, ob das geht, mich hier komplett mal durchzuschleichen und dann so von Stein zu Stein von hinten angeschlichen die kaputt zu machen. Hier ging es auch, aber wirklich nur in einer ganz bestimmten... Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Nein, hallo, wenn ich E drücke, will ich, dass du das Ding kaputt machst und nicht... Ja, toll. Basti, hast du die beiden jetzt, oder... Ich kann die nämlich wieder nicht zerstören. Oh, das ist so nervig. Schießen kann ich auch nicht. Geht's noch? So, darf ich jetzt endlich mal zerstören hier. Hallo. Die sind schon lange tot. Lass mich doch diesen blöden Stein hier mal zerstören. Leute. Halt. Da war was. Ja, manchmal ist es sehr nervig. Ist vorausgeeilt, wie immer. Ich muss vorsichtig voranschreiten und sehen, dass er sich auf die aktuelle Aufgabe konzentriert. Gut gemacht. Das Portal gehört jetzt uns. Sir Darien und diese nette Echse sind vorausgegangen. Ich denke, er ist vielleicht ein wenig eingeschüchtert durch unser Können auf dem Schlachtfeld und er versucht es irgendwie zu kompensieren. Wirklich traurig. Habt ihr eine Ahnung, was mich dort oben erwartet? Runda ist gerissen und sie weiß, dass wir ihr auf den Leib rücken. Sie ruft schneller Verstärkung herbei, als Darien sie besiegen kann. Ihr solltet euch lieber ans Werk machen. Ich muss euch noch etwas anderes fragen. Auf jeden Fall. Wollt ihr wissen, wie viele Daedra auf einem Stecknadelkopf tanzen können? Wie es mir gelingt, trotz widrigster Umstände meine gute Laune nicht zu verlieren? Was meine Lieblingsfarbe ist? Schießt los! Ich würde gerne alles fragen, aber was könnt ihr mir über Mola Grunda erzählen? Mola Grunda? Eine große Frau mit Flügeln, von leicht reizbarem Gemüt, bewacht das Torhaus? Kaum zu glauben, aber ich hörte, sie wäre die Tochter von Molag Bal. Er kam mir nie so vor, als hätte er viel für Familie übrig. Aber wer bin ich schon, das zu beurteilen? Woher wisst ihr so viel über Kalthafen? Es ist meine Heimat, alter Kumpel. Schon seit Jahren. Ich kenne jeden seiner absonderlichsten Winkel. Ein wunderschöner Ort, voller faszinierender Kreaturen. Natürlich versuchen sie oft, einen umzubringen. Doch das ist eben Teil der Herausforderung, nicht wahr? Mhm. Ich bin bereit. Marschieren wir ab. Soll ich mit dir auch nochmal kurz... Nein, nein. Kettwill, nein. Ich wollte mit dir reden. Sie möchte aber, glaube ich, nicht. Sie sind bereits durch das Portal gegangen? Darien wurde ungeduldig. Kaum hattet ihr das Siegel gebrochen, hat er ein paar Truppen mitgenommen und ist durch das Portal gegangen. Schreitet in Asche ging mit, um ihn aus dem schlimmsten Ärger herauszuhalten. Ich werde Illusionen nutzen, um auszukundschaften, was am Torhaus auf uns wartet. Gadwen, ja, genau. Wir haben sie ja so ein bisschen, ja, ich sag mal, überrumpelt. Ihr zwei bewacht das Portal. Sagt allen, die hindurchkommen, dass sie sich beeilen sollen. Die Quelle der Verstärkungen muss abgestellt werden. Wir haben sie ein bisschen überrumpelt. Ich werde erst einmal den Weg auskundschaften. Wir müssen wissen, was uns an diesem Torhaus erwartet. Darf ich jetzt was sagen? Danke. Wir haben sie ja so ein bisschen überrumpelt, weil, also in Kenassis Rast, weil sie sich ja eigentlich einschließen lassen wollte und die Heldin spielen wollte. Das haben wir ja so ein bisschen verhindert, indem wir den anderen eingeschlossen haben. Ich komme gerade nicht mehr auf den Namen. Rundenkampf! Nein, ich
nicht woanders hinlaufen. Geht so nicht. So, du warst der Letzte, oder? Genau, das mussten die Seht machen, meinst? Seht zu und lernt, meine Freundin. Seht zu und lernt. Ich werde euch zeigen, wie man ein dädrisches Portal schließt. Habe ich ja auch noch nicht oft genug gemacht. Ja, anscheinend auch nicht. Ein dädrisches Portal hat sich geschlossen, wie versprochen. So wird das gemacht. Mit Stil. Ja, und dann rennt er einfach weg, weil er denkt, da könnte noch jemand rauskommen, oder was? So, so. Okay, hier hinter ist nichts mehr. Ich meine, es gab hier auch mal irgendwo eine Truhe dahinter. Ich bin mir nicht so sicher. So, die triggern wir mehr oder weniger auf jeden Fall. Das heißt, die räumen wir erstmal aus dem Weg. Du kannst hier noch so bedrohliche Gesten machen, das interessiert mich nicht. So, da ist das nächste. Du bist gerade abgelenkt, oder? Dann können wir direkt durchlaufen. Jungs und Mädels, auf Räumer kommen. Putzkolonne ist da. Und da ist Morell da. Eine, wie Stibbons sagen würde, gut aussehende... Diese Kreaturen machen mir keine Angst. Lasst uns dieses Portal schließen. Tal ist geschlossen. Wir arbeiten gut zusammen, meine Freundin. Nö, finde ich auch. Okay, es war keine Truhe, es war eine Scherbe, die wir hier hinten finden konnten. Genau, das war's. Ich wusste aber, irgendwas hat sich hinter verborgen. Obwohl ich es lange nicht mehr gespielt habe. Solche Sachen merkt man sich dann doch irgendwie immer wieder. Da müssen wir da hoch oder nicht hoch? Jetzt haben die uns gesehen. Ich glaube, da mussten wir hoch, oder? Basti, gehst du mir mal aus dem Weg? Ich will hier gerade... Nee, wir müssen da hoch. Weil von da hinten sind wir ja gekommen. Das meine ich doch. So, du gehörst zu uns, okay. Das ist ein wenig verwirrend, wenn hier irgendwie alle durcheinander stehen. So, dann geht's hier einmal weiter, die Treppe hoch. Soll ich mit dir noch reden? Ich habe die Barriere zerstört. Molag Grunder muss wissen, dass wir kommen. Der Abgrund ist schon fast unser. Kein Thema. Aber wenn du nicht willst, dass ich mit dir rede... Ich werde mal nachsehen, wer an den Portalen noch Hilfe benötigt. Cadwell ist oben am Torhaus. Ihr beide könnt euch Molag Grunder vorknüpfen. Das hätte ich nicht gedacht, dass der hier oben ist, wenn ich direkt vor ihm stehe. Aber gut. Ich glaube, unsere Freunde haben den Abgrund gut in der Hand. Vielleicht sollten wir uns mit Molag Grunder unterhalten. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Na also, wir kontrollieren jetzt den Rest des Abgrunds und die Truppen haben die Sache gut im Griff. Ziehen wir los und setzen Molag Grunder auf den Pott. Sie ist für ein hübsches Tänzchen immer zu haben. Womit müssen wir da drinnen rechnen? Was man von Grunder zu erwarten hat? Unhöflichkeit, Sarkasmus und ganz sicher eine ganze Menge offene Feindseligkeit. Ich habe keine Ahnung, wie sie sich ihr daheim so einrichtet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir jene üblichen dädrischen Einflüsse sehen werden, die Kalthafen so angenehm warm und einladend machen. In Ordnung, ich bin bereit. Ich kann kaum Molag Grunders Gesicht abwarten, wenn sie uns sieht. Wir beide haben schon einiges miteinander durchgemacht, wisst ihr? Sobald wir hineinkommen, müssen wir nur noch eine klitzekleine Brücke überqueren, um zum Torhaus zu gelangen. Folgt mir! Geht voran! Muss ich mit dir noch reden, Cadwell? Ich habe diesen Teil des Abgrunds immer geliebt. So majestätisch. Raubt euch den Atem, nicht wahr? Manchmal. Fast immer.
Okay. Ich finde es immer wieder schön, wenn man zwischendurch nochmal mit denen redet, gerade bei so einem Let's Play. Wenn ich so spiele, mache ich es natürlich nicht. Es gibt einen Trick, wie man problemlos in das eigentliche Torhaus gelangt. Leider habe ich ihn vergessen. Aber macht euch keine Sorgen, das fällt mir sicher wieder ein. Oh, kein Problem. Wir fragen einfach mal das Empfangskomitee. So. Ach, natürlich. Ich erinnere mich. In jeder der seitlichen Vorkammern befindet sich ein Schwungrad. Hier müssen Sie in Schwung setzen, um die Haupttür zu öffnen. Das war einfach. Wir haben es ja noch gar nicht gemacht. Jetzt erinnere ich mich an alles. Auf der anderen Seite der Kammer befindet sich ein Hebel. Zieht einfach ordentlich daran und das Schwungrad wird sich sogleich in Bewegung setzen. Haben wir. Das nehmen wir auch noch eben mit. So. Du hast uns eben den Rücken zugekehrt. Das war ein Fehler. Von der Seite sind wir zwar gekommen, aber von der Seite bzw. ein bisschen weiter müssen wir wieder hin. Moment. Ach da. Ich wollte gerade sagen, irgendwas übersehe ich gerade. Da kann man nichts mitnehmen. Bin mir nicht sicher, warum die rechts und links eigentlich immer sterben, sobald ich den in der Mitte angreife. Weil ich glaube nicht, dass die so schnell ja, kaputt sind, wenn man die angreift. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Dann gehen wir direkt zum Hauptteil rein. Eine beeindruckende Tür. Seht euch diese Handwerkskunst an. Beachtlich. Grunde hatte immer... Seht ihr? Ich wusste, dass das funktioniert. Lasst mich euch einen guten Rat geben. Schützt alles, was man herausreißen kann. Grunder liebt es, Augen, Milz, im Grunde alles Mögliche herauszureißen. Ja, das macht doch Freude. Mickrige, flügellose, sterbliche Narren! Ich werde mich an eurem Fleisch schlagen, nachdem meine kleinen Lieblinge es von euren Knochen abgezogen haben! Ihr habt meinen kleinen Liebling getötet! Ich werde euch die Herzen herausreißen und sie meinem Vater auf einem Silbertablett servieren! Das war die Kleine noch. Ah, okay. Ich hätte gerade mit jemand anderem gerechnet. Nun, das war enttäuschend. Ich bin ja kaum ins Schwitzen gekommen. Ich auch nicht. Gut gemacht! Durch den Sieg über Molag Grunder haben wir jetzt den gesamten Abgrund unter Kontrolle. Sehr schön. Können wir mit dir nochmal reden? Versammelt die Truppen. Ja. Ich habe sie gebeten, auch ein Auge auf Darien zu werfen. Er ist ein Schrecken mit einem Schwert in seiner Hand. Aber manchmal denke ich, er ist zu waghalsig. Ja. Trefft mich draußen. Wir haben einige Dinge zu besprechen. Und ich finde diese dädrischen Gewölbe extrem geschmacklos. Kein Thema. Da halten wir uns draußen. Während ihr eure Zeit verschwendet, haben wir das Gebiet gesichert. Ist der Abgrund also frei? Das habt ihr gut gemacht, meine Freundin. Dank eurer Bemühungen kontrollieren wir den Abgrund und können nach Belieben Truppen zwischen der leeren Stadt und der Front verlegen. Nehmt euch die Zeit, euch zu sammeln und kehrt dann wieder zu mir zurück. Dieser Spießrutenlauf, den wir überstehen müssen, ist noch lange nicht vorbei. Und wir haben einen schweren Gürtel bekommen, Molag Grundars Gürtel, von Meridias gesegnete Rüstung. Sobald ihr bereit seid, haben wir eine weitere Mission, die euren einzigartigen Ansatz gebrauchen könnte. Ja, das ist auch Vampire. Soweit... Warum mussten es denn ausgerechnet Vampire sein? Alles toll. Sagt er doch was? Ich glaube nicht. Aber wir müssen hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil dann ist das alles wieder so ein bisschen schön übersichtlich. Und ich ahne auch schon, was als nächstes kommt. Das ist eine meiner Lieblingsquests.
weil irgendwie immer die Quests mit den Vampiren, die nicht unbedingt böse sind, ja, zu meinen Lieblingsquests gehören. Ich sag dann einfach mal danke fürs Zuschauen und wir sehen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.